die versuche ich mal mit dem Bogen runter zu brezeln. Ja, okay. Das mit dem Bogen ist eine super Idee. Okay. Also die Höhle ist ganz genial, dass ich da versucht habe, hier reinzugehen. Oh, Geld. Oh, Pfeile. Bogen, das ist mir egal, das ist mir egal, das ist mir egal, das ist mir egal und das ist mir egal. So. Gehen wir doch mal hier hin. Hier gibt es eine Truhe. Auch noch sowas. Na gut, dann schnappen wir doch mal wieder unseren kleinen Apparillo. Wo ist er? Da ist er. Zack, zack. Ist meine Intelligenz immer noch im Eimer eigentlich? Juhu! Dann kann ich ja jetzt endlich den Dietrich nehmen. Und dann haben wir da drin eigentlich nur unwichtige Sachen. Voll witzig. Gut. Ich bin mal wieder total überladen. So war das. Und was gibt's hier? Ah, Geld. Und hier gibt's Grief. Und da gibt's Pyjama. Und da gibt es irgendwie ein Ghost Shop. Cool. Und da gibt es eine Tür. Und das reicht mir erstmal. Oh. Oho. Also die schmuggeln hier definitiv. Ich muss wieder aufpassen. Oh. Größerer Seelenstein. Also ich muss definitiv wieder aufpassen. Und Flynn. Weil mein Inventar schon bald wieder voll ist. Aber hier gibt es echt lustige Sachen. Muss ich schon sagen. Habe ich dich eigentlich untersucht? Ja, habe ich. So, da geht's weiter. Und meine Gesundheit ist auch schon wieder so gut wie hergestellt. Ah, ich wollte gerade sagen, da gibt es ein Schiff, aber das ist gar kein Schiff. Das ist eine Behausung. Weil ich da noch nicht so richtig weiß, wie ich da hinkommen soll. Ah, so. Oh. Da unten habe ich gerade irgendwas schwimmen sehen, was mir ein bisschen Angst macht. Sieht aus wie ein Oktopus. Da hinten geht es also prinzipiell weiter. Ist die Frage, ob ich da hinkomme. Oh, der tut mir aber weh.
So, der tut mir aber gewaltig weh. Der hat einen coolen Dolch gehabt. Muss ich da mal sagen. Den Dolch nehmen wir definitiv mit. Wie viel wiegt der? Oh, Hammer. Gewicht, 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 Gewicht. 1,8. Perfekt. So, die ganzen Klamotten, die kannst du alle behalten. Und ich nehme nochmal eine Schriftrolle für die Heilung. Da. So ging das ja nicht. Es ging ja so. Gut. Dann gehen wir mal wieder auf unser tolles Schwert. Da bist du. Zack. Und alles ist gut. Du kannst liegen bleiben. The Wolf Queen. Die Wolfskönigin. Oh. Genial. Ich find's toll. Ich finde, man sollte viel mehr Bücher lesen. So. Gold. 10 und 5. Oh, und nochmal ein Dietrich. Was haben wir hier? Agilität. Das Buch ist klar. Hier gibt es noch ein Fass. Wie viel wiege ich eigentlich? Perfekt. Flynn ist auch nicht schlecht. Ich muss immer mein Gewicht im Auge behalten. Das ist jetzt nämlich schon zu viel. Da ist einfach nur eine Flasche drin. Die interessiert mich dann ja nicht. Bah. Ist das alles ätzend? Da ist Guma und... Oh, eine Zwergenkriegsaxt. Das darf ich leider alles nicht mitnehmen, weil ich dann nicht mehr laufen kann. Oh, Amulett der Gesundheit. Oh, ist das cool. Ich muss irgendwas liegen lassen. Willenskraft. Oh, ein Diamanten. Und wieder so ein Seelenstein. Also, ich weiß schon auf jeden Fall... Oh, Mondzucker. Ich weiß zwar nicht, wofür ich den brauche, aber oh, Mondzucker. Und ich muss hier auf jeden Fall wiederkommen. Das ist klar. Das ist auf jeden Fall klar. Ich muss hier wiederkommen und die Höhle ausräubern. So. Ich habe aber im Wesentlichen hier jetzt mal ein bisschen aufgeräumt. Das heißt, ich kann jetzt in aller Ruhe und ganz gemütlich... diese Hallen verlassen und dann mal ein bisschen verticken und dann die andere Höhle ausräubern. Und wir machen gerade ein bisschen eine Höhlenausräuberung-Räuberie-Tour. Habe ich die Dinger? Nee, da habe ich auch noch nicht geguckt. Ist ja unglaublich. Wieso mache ich sowas nicht? Ich meine, ich bin gerade ganz froh, weil ich dann sonst andere Sachen nicht mitgenommen hätte. Also ist schon wieder ein Diamant. Da ist Frostsalze. Sujama, was ist das? Die Fässer habe ich, glaube ich, oder? Nee, eigentlich auch nicht. Also, wir werden hier jetzt ein Weilchen im Pelagia drum hängen, habe ich so das Gefühl. Weil wir einfach mal ein bisschen Höhlen ausräubern würden. So, und hier hinten gibt es garantiert irgendwas sehr Wertvolles. Wenn da unten so ein Viech rummuckt, muss da was ultra Wertvolles sein.
Naja, vielleicht schauen wir uns das auch noch an. Wir schauen uns erstmal die Kisten hier an. Hm, da komme ich doch gerade her. Wir schauen uns dann auf jeden Fall erstmal die paar Höhlen an. Einfach weil es da vermutlich doch einiges zu holen gibt. Und ich dann natürlich froh bin, doch das ein oder andere geholt zu haben. Ich bin ja nicht umsonst ein Dieb. So. Da drüben ist ein Pelagiat. Und dort kann ich dann erstmal mein Zeug verkaufen. Mein ganzes cooles Zeug. So. Hier gehe ich doch mal zum Händler. Und dem verticke ich doch jetzt erstmal Friend, how does the day greet you? Jo, mir geht's eigentlich ganz gut, glaube ich. Bin ich eigentlich so der Meinung. Ich glaube, du willst so einen Seelenstein von mir kaufen, oder? Ey, das ist voll der Assi. Ich bestech dich nochmal. Persuasion. Gut. Dann können wir doch jetzt handeln, oder? Da sieht doch schon mal besser aus. Und... was kann ich dir denn alles verkaufen? Diesen verfluchten Ring. Vielleicht nicht. Vielleicht diesen Gürtel. Ich trage gerade wieder so viel... ah! Ich weiß. Nein, ich weiß nicht. So, aber... oh, Amulett der Schatten. Das ist mir ja noch gar nicht klar geworden, dass ich so ein cooles Amulett habe. Hm. Habe ich hier eigentlich irgendwelchen Schrott, den ich verkaufen kann? Es sieht gerade echt nicht so aus. Rohes Ebony. Ach komm, das brauche ich doch eh nicht. Ich weiß nicht mal, was ich damit soll. So, das habe ich für 32 gekriegt und das für... cool. 105. Naja, 107. 32, 107. Mann, 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 rechnen kann ich auch nicht mehr. Also, nicht, dass ich sie könnte, aber ich kann es nicht mehr. Und dann sind wir doch hier mal... ach komm, diese Pfeile, die verkaufen wir alle. Ganz ehrlich. Na, warte mal. Verkaufen wir alle einzeln. Einfach, weil ich das Geräusch so mag. Was natürlich Blödsinn ist, das Geräusch ist mir ziemlich egal. Es geht einfach darum, dass ich... ah, die machen anders Schaden. So. Schattenschild. Aber da hat er ja auch nicht genug Geld für. Der hat hier überhaupt kein Geld eigentlich. Das ist ein bisschen schade. Habe ich nicht eigentlich irgendwas mitgenommen, was wirklich richtig teuer war? Irgendwie habe ich nicht so den Eindruck. Geistercharm. 203. Ich meine, ich nutze es an und für sich eh nicht, aber so magische Gegenstände sollte ich nicht einfach so leichtfertig verkaufen. Detect Key. 10 Fuß. Das Tolle an sowas ist ja,
Wenn ich das habe, brauche ich ja eigentlich diese Detect Key Rollen überhaupt gar nicht mehr. Weil ja meine Detect Key Rolle eher nichts anderes macht als der Ring. Und den Ring, der lädt sich halt auf. Den Ring kann ich regelmäßig verwenden. Ah, warte mal, das war ein Trank, ne? So. Stärke. Nochmal. Stärke. 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 Tam, tam, tam. Ach, ist es immer ätzend, hier durchzugucken, was man denn jetzt eigentlich hat und was nicht. Flynn, Matstick, Grave. Ah, da. Wobei ich diese Tech Key ja eigentlich mal benutzen könnte, um rauszufinden, was da passiert. Also mich stören die ganzen Fragezeichen da unten immer, weil ich will eigentlich wissen, was dann passiert. Aber das ist jetzt erstmal okay. Wir machen uns die 192. So. Haben wir das verkauft. Und so leid es mir tut, werde ich jetzt mal eine endgültigere Aufnahmepause machen. Habe ich jetzt doch schon ein paar Folgen gemacht. Yes, Outland. What do you want? Und dann werde ich mir vielleicht mal offscreen, wenn ich dran denke, ich glaube es eigentlich eher nicht, mal anschauen, wie ich das Zeug vertick und alles. Und dann sehen wir uns wieder und werden uns dann irgendwelchen komischen Aufgaben widmen. Bis dahin auf jeden Fall wünsche ich euch eine tolle Zeit. Ich kann ja währenddessen mal schnell speichern und freue mich auf die nächste Folge. Nö, man sieht sich und auf Wiedersehen.